Hören Sie mir gut zu und Sie werden dieses Experiment in 3 Minuten begriffen haben. Hier eine Skizze dieses schweren Kreisels. Der ist hier im Schwerpunkt oder im Massenmittelpunkt gelagert. Oben berührt der Schaft diese Führungsschiene. Und jetzt nehmen wir an, dass der Kreisel so rotiert. Das heißt, er besitzt einen Drehimpuls, den ich hier als Vektor eingezeichnet habe. Nun nehmen wir an, dass da eine Normalkraft wirkt und weil der Kreisel im Schwerpunkt gelagert ist, gibt es hier eine Lagerreaktion. Wir sagen Lagerreaktion, aber das hat nichts und auch gar nichts mit dem dritten Newtonschen Axiom zu tun, wonach Aktio gleich Reaktio ist. Dann wirkt hier natürlich noch eine Reibkraft. Die Reibkraft versucht ja die Drehbewegung zu bremsen, also die Reibkraft wirkt nach vorne, die zugehörige Lagerreaktion nach hinten. Und jetzt kommt die Fundamentalformel, wonach ein Drehmoment eine Kippbewegung erzeugen kann, und zwar ist Omega, also die Winkelgeschwindigkeit der Kippbewegung, Kreuz der Drehimpuls, das einwirkende Drehmoment. Also die Kippwinkelgeschwindigkeit hat nichts zu tun mit der Eigenwinkelgeschwindigkeit. Die Eigenwinkelgeschwindigkeit steckt hier im Drehimpuls drin. Jetzt können wir dieser Normalkraft und der zugehörigen Lagerreaktion, also in der Systemphysik sagen wir, da fließt einfach ein Impulsstrom quer zu seiner Bezugsrichtung. Deshalb gibt es eben Quellen oder Senken von Drehimpuls. Das heißt, wir können diesem Kräftepaar ein Drehmoment zuordnen. Um dieses Drehmoment zu finden, legen Sie einfach die Finger der rechten Hand da in diese Wirkrichtung und dann zeigt der Daumen auf uns zu. Das heißt, der Drehmomentenvektor, den wir diesem Kräftepaar zuordnen, zeigt nach vorne. Der Drehimpuls ist ja gegeben als Vektor. Und jetzt müssen wir hier einfach eine Winkelgeschwindigkeit für die Kippbewegung suchen. Das machen wir wieder mit der rechten Hand. Also Daumen, Zeigfinger gibt Mittelfinger. Das heißt, wir bekommen eine Kippbewegung. Jetzt interpretieren wir das wieder als Bewegung nach vorne, das heißt, die Normalkraft ist verantwortlich, dass der Kreisel hier sich nach vorne neigt. Also nicht die Reibkraft, wie man meinen könnte, sondern indirekt die Normalkraft ist für die Vorwärtsbewegung des Kreisels verantwortlich. Jetzt gehen wir über zum Drehmoment der Reibung. Also jetzt legen Sie die rechte Hand so, dass die Finger da vorne auf sie zu zeigen und da unten ist die Hand, dann zeigt der Daumen so. Das heißt, wir haben ein Drehmoment der Reibung, das nach rechts zeigt. Also wir können diesem Kräftepaar der Reibung wieder ein Drehmoment zuordnen, das nach rechts zeigt. Drehimpuls ist wieder gegeben. Und jetzt können wir wieder mit der rechten Hand sagen, welche Kippbewegung Kreuz L gibt R, also MR. Und da haben wir dann eine Kippbewegung mit Vektor der Winkelgeschwindigkeit nach hinten. Und das gibt dann eine Kippbewegung so. So, mit anderen Worten, die Normalkraft führt über ein Drehmoment zu einer Kippbewegung, die den Kreisel vorwärts treibt. Die Reibkraft führt über das Drehmoment zu einer Kippbewegung, die den Kreisel immer gegen die Schiene drückt. Das ist natürlich keine vollständige Beschreibung im Sinne einer Differentialgleichung, aber das ist eine Analyse, die uns zeigt, wieso der Kreisel immer dieser geschwungenen oder meandrierenden Schiene folgt.